herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Golfpost LPGA Highlights, dieses Mal aus dem fernöstlichen Sky 72 Golf Club in Incheon, Südkorea. Mit diesem Leaderboard starteten die Ladies der LPGA Tour in den finalen Tag. Auffällig, unter den besten 8 stehen 6 Südkoreanerinnen. Vorjahressiegerin und Weltranglistenzweite Susan Pettersen aus Norwegen führt das Tableau mit 8 unter Par an. Sie behielt ihre Führung auch nach diesem Putt für das Par am kurzen Loch 8. Insgesamt war es eine extrem spannende letzte Runde. Nach diesem starken Birdie-Putt von Se-young Kim an der 9 rückte die Spitze noch enger zusammen. Nach einem Doppelbogey auf der 2 verlor die noch zur Halbzeit führende Schwedin Anna Nordqvist den Anschluss an die Spitze. Mit sicheren Putts wie diesem hier blieb sie aber schlussendlich unter den Top 10. Das Highlight des Tages setzte Lokalmatadorin Hee Kyung-seo. One of the easiest holes on the golf course. Was playing from the rough. Just feeding in very, very nicely. Oh, yes! Mit diesem fantastischen Schlag sicherte sie sich einen Eagle an der 11 und schob sich in die Pole Position. Here on 11. Well, let me take a look at our leaderboard, because that must have done something. Auf dem von Golflegende Jack Nicklaus angelegten Golfplatz überzeugte auch Michelle Wee. 17. Oh, yeah. Wow. Am Ende Platz 3 für die Amerikanerin. Mit diesem Eagle auf der 15 katapultierte sich die Koreanerin Amy Yang nach vorne. Nach diesem Loch lag Yang zusammen mit ihrer Landsfrau Hee Kyung-seo an der Spitze. Nachdem diese beiden auch nach dem letzten Loch gleich auflagen, musste schlussendlich das Stechen entscheiden. Amy Yang hatte die besseren Nerven und gewann bereits am ersten Extraloch mit diesem Birdie-Putt ihren ersten großen Titel. Was für ein Sieg für die junge Koreanerin. You're a star, well done, congratulations. Oh, the emotion. Amy Yang in front of a hometown crowd here. And Amy Yang and all the friends come out for the traditional dunking. Sandra Gahl verbesserte sich am Finaltag mit einer starken Runde noch auf den geteilten 22. Platz. Caro Mosson spielte eine durchwachsene letzte Runde und musste sich am Ende mit dem geteilten 44. Platz begnügen. Mit den Bildern der glücklichen Siegerin verabschiedet sich Golfpost von der Hana Bank Championship aus Incheon, Südkorea. Wir melden uns nächste Woche wieder mit der Sunrise LPGA Championship aus Taiwan.